Wo ist die, Alter? Ich will die auch töten. Ich meine, die gibt mir ja gar nichts oder so. Wo ist die? Ich höre dich nur so laut schnaufen. Jetzt will ich die erst recht töten. Das ist so die Sorte Mensch, die nachts so lange und so laut schnarcht, dass man selber mehrmals wach wird und irgendwann nicht mehr einpennen kann. Und dann hat man diese Gedanken und diesen... ist von diesem Willen getrieben und dieser Lust und Gier, die mit dem Kopfkissen ersticken zu wollen, diese Person. Cool. Der Rhein ist schon alles total überschwemmt. Mir geht einer ab. Oh, hi. Martin hier. Skyrim Special Edition. Nein, das ist nicht die Sprinttaste. Mal nein, du bist auch nicht die Sprinttaste. Mann, ich habe Skyrim schon lange nicht mehr angehört und das war auch gut so. Dann habe ich Skyrim zu Dark Souls fast schon gemacht. Voller Scheiße! Alles vollgeschissen! Die ganze Wand vollgeschissen! Allein wie der sich in Third Person bewegt, komplette Drehung machen, wie ihr seht. Das ist nicht mehr ganz so clunky und oben links das und... keine Ahnung, ich habe das vor 3-4 Wochen mal ausprobiert. Wenn ich jemanden schlage, ist das auch ganz geil. Da ist dieser Balken unten mit Level und ganz unten seht ihr... ach ja, es ist alles ein bisschen komisch, buggy. Ich habe irgendwie um die... was waren's? 10 bis 15 Mod irgendwo dazwischen in dem Rahmen. Unten links wäre normalerweise auch das Dark Souls Menü gewesen mit der Mod, aber das ist mal leer gewesen. Und da hatte ich keinen Bock, einfach nur 4 leere Kästen zu haben. Da sind einfach keine Items drin abgebildet worden. Liegt wohl daran, weil die Mod wahrscheinlich noch nicht perfektioniert ist für die Special Edition. Am Modden habe ich nicht viel falsch gemacht, das weiß ich, weil ich nicht selbst manuell gemoddet habe. Sondern mit dem Vortex Mod Manager. Ich war nie ein Fan vom Nexus Mod Manager. Ich hoffe, dass dieses Video in ein paar Monaten ein paar hunderttausend Views hat. Ich betitle es mit How I Turned My Skyrim into Dark Souls oder I Accidentally Turned My Skyrim into Dark Souls. Ah ja, Gameplay Mod habe ich auch drin, damit es ein bisschen schwerer ist. Viel in Skyrim noch zu tun habe, aber nicht mit dieser Episode darin anfangen will. Wir haben in der Hauptstory noch nichts gemacht. Hier, das Horn von Jürgen Windrufer. Das ist, was, die dritte, vierte Mainquest? Fünfte vielleicht. Wir hätten noch ganz Dawnguard, wir hätten die ganze Dunkle Bruderschaft, wir hätten die Bürgerkriege, die ich aber erst nach der Mainquest machen will, also einen Teil einer Mainquest machen will, damit ich eine Mainquest nicht verpasse. Ich glaube, ihr wisst, welche ich meine. Die mehrmals Skyrim schon durchgespielt haben, so wie ich, weil die kein Leben haben und mehrere hundert bis fast tausend Spielstunden in Skyrim haben. Ihr könnt mich vielleicht für blöd verkaufen, aber ihr könnt mich vielleicht auch für doppelt blöd verkaufen, aber nicht dreifach für blöd verkaufen. Vielleicht. Abgeschworene, ja, okay. Okay. Dann bleibt mal da. Alter, ist das dunkel, ey. Ich sehe nichts. Candlelight, Kerzenlicht, genau. Oder, ja. Und es wird dann später auch so eine Aufnahme sein. Und ich wollte irgendwas sagen und hab's vergessen. Das ist noch besser. Ah, mir ist es wieder eingefallen. I believe. I think so. Die Sache, die ich erzählen wollte, ist, ja, es gibt ja diese Mainquest, wenn man die Bürgerkriegsquest daher macht. Also entweder kaiserliche oder Sturmmäntel, egal was für eine Entscheidung man trifft, bleibt diese eine Mainquest aus, wo alle am Tisch sitzen, die kaiserlichen Lords und Generäle und Pajal und die von den Sturmmänteln und dann wird diskutiert, wer welche Städte bekommt. Und die will ich zugunsten der Fraktion machen, die ich später, ja, halt auch selber Walkthroughen oder eigentlich müsste ich ja Kaiserliche nehmen, weil die Sturmmäntel sind Rassisten und ich bin selber Ausländer und soll das eigentlich ein Witz sein? Ist der Dungeon schon fertig? Ist das auch ein Witz von dir? Emma, ja, fucking joke to you. You've done your own grip. Komm, bleib doch mal stehen. Alter, ich verrecke hier gleich. Das macht mich sowas von an. Super. Ja. Es haben schon ein paar tausend vor dir gesagt. Und ich stehe immer noch vor dir. Mit deinem Level 14 kannst du so viel an mir ausrichten. Yo! Ich dachte, hier sind ein Drache am Backen oder so. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf den Skyrim-Loot irgendwie. Es ist so eine Zeitverschwendung für mich geworden. Da die Bastion... super, es ist zu. Ich freue mich. Was? Eine Hexe, oder? Hä? Die Petra soll ich töten, oder was stand da? Doch, die P8, du Scheiße.
Natürlich das in der Mitte. Was ich zuletzt will. Weil ich sonst nie so naiv bin und darauf reinfall, ey, das in der Mitte, das kann's nicht sein. Doch, genauso einfach ist die Lösung. Things start to get interesting. Und das deaktiviert's, oder? Und ich muss nicht mein Wirbelwind... Nee, wie hieß das? Doch, Wirbelwindsprint, ne? Aktivieren. Cool. Merci. Oui. Und da liegt... Boah, wie komme ich da hin? Ach, gleich irgendwie. Irgendwo. Vielleicht. Ich höre auch schon irgendwelche mit ihren enchanteten Iron Pickaxes aus Minecraft da unten rum minen. Da habe ich noch tatsächlich Minecraft gespielt, als diese Verzauberung dazu kam. Ich habe aufgehört, das kann ich genau sagen. Es war Oktober 2012. Oktober 2012 gibt es nämlich auch noch Videos zu mir auf YouTube, also nicht auf meinem Kanal. Ich meine, so lange gibt es die Kanäle von mir jetzt nicht. Mein bester und erster Kanal, Luis Commentary, der wurde ja von YouTube gesperrt 2014. Da findet ihr noch so Minecraft-Videos von mir auf YouTube. Man muss nur den Namen von damals suchen und ich quicksave mal. Das sieht mal alles ein bisschen dangerous aus. Gut, dass ich eine Fire Resistance habe. Ach, ich hab gedacht, wegen seinem scheiß komischen... Ich kann ihn nie beschreiben. Dieser Helme wäre das ein Dornenherz, ein Briarheart. Mit dieser Level 20. Komm her, Alter. Mann, klasse Quest. Super completed. Das ist doch so dämlich, ey. Ich kann dazu nichts sagen. Diese Michelangelo's Quest hier habe ich nie gemocht in irgendeinem... Okay, cool. Wird nicht mitgenommen. Aber kenne ich schon. Hier irgend so ein No-Name, der noch was von mir will. Wo ist überhaupt Hell drin? Zero, wo bist du denn? Machst du schon wieder deine Fallout-Let's Plays? Von den Fallout-Wallcrews. Der Zero. Den habe ich früher ab und an mal geguckt, als ich mehr Zeit hatte. Shoutout an Zero. Cooler Typ. Das ist ein sehr sympathischer, der Zero One-Up. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich habe mit dem, ja, kooperiert kann man nicht wirklich sagen, aber wir haben uns damals ein bisschen unterstützt, als ich meine Let's Plays 2015 auf meinen Nicht-Let's Play-Kanal gemacht habe. Damals den... Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Irgendwas mit N auch. Ihr wisst, mein zweiter Kanal. Von den drei, die ich bislang hatte. Den es seit 2014 gibt. Ich habe den Namen vergessen. Ich bin auch so lange nicht mehr drauf gewesen. Milka? Wo ist denn die Milka? War das die von eben, diese Hexe? Kann ich mit der talken? Ist ja auch ein bisschen Loot, aber ich meine den anderen Loot, den wir hier drinnen im Dungeon gesehen haben. Den will ich finden, den will ich haben. Wofür brauche ich das denn überhaupt noch? Ich... Hab zu viel Cash und das... Die bisschen Moneten hier... Sowas kann ich schon eher gebrauchen, glaube ich. Man spielt ja Rollenspiele, seien wir ganz ehrlich, die Mehrheit spielt sie zum Großteil wegen dem Loot. Weil Rollenspiele man langsam, im langsamen Progress immer besser werden kann. So, wo ist die, Alter? Ich will die auch töten. Ich meine, die gibt mir ja gar nichts oder so. Wo ist die? Ich höre die nur so laut schnaufen, jetzt will ich die erst recht töten. Das ist so die Sorte Mensch, die nachts so lange und so laut schnarcht, dass man selber mehrmals wach wird und irgendwann nicht mehr einpennen kann. Und dann hat man diese Gedanken und diesen... Ist von diesem... Willen getrieben und dieser Lust und Gier, die mit dem Kopfkissen ersticken zu wollen, diese Person. Hey, die musste hier irgendwo sein, ich will dich jetzt erst recht killen. Du hast mir auch nichts gegeben. Die hat doch irgendwie geredet eben, die Milka. Blöde alte Sau, ey. Ihr merkt ja selber, ich weiß überhaupt nicht, was wir in diesem Part machen sollen. Ich glaube, ich sollte aufhören, diese ganze Scheiße vor mich hinzuschieben und zu vermeiden wollen. Wir müssen früher oder später mal die Mainquest anfangen, müssen da mal weiterkommen oder zumindest mal die dunkle Bruderschaft anfangen. Und schon wieder, hey, macht's gut. Alter, was ist denn das da oben?